So, willkommen zu Mafia 2, Kapitel 8. Die jungen Wilden. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herrgott! Marty, hör auf zu schreien! Mir brummt der Schädel! Oh, Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Und der hat gar keinen Bock. Ich weiß, wird er noch gesucht? Nehme ich mal einfach das hier mit. Komm, die mit Truck. Sag mal, wer war denn das? Der hat ja eine Stimme wie Woody Woodpecker. Das war Marty. Der Kleine hat mir an meiner Straße gewohnt. Als ich den LKW abholen musste, hat er mich mitgenommen. Wozu der LKW? Mit dem verdienen wir ein bisschen Kohle. Spring ein, ich erklär's dir unterwegs. Du fährst. Wohin? Riverside. Na dann, auf nach Riverside. Das war eine Nacht, ja? Ja, das kannst du laut sagen. Mal ehrlich, bist du noch sauer auf mich? Leiche. Das war natürlich mein Traum, wenn ich aus dem Knast komme. Aber im Puff, da hat's dir doch gut gefallen, oder? Ja, ja, vielen Dank auch. Aber alles danach hat mir weniger gefallen. Okay, okay. Heute wird alles viel besser. So spreche ich dir. Das will ich auch hoffen. Der lässt schon aber scheiße fahren. Was geht's denn? Ganz einfach. Okay. Dann bringen wir den LKW zu Ellie und holen unseren Anteil ab. Kinderspiel. Moment mal. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich wegen so einem Kinderspiel in den Knast gemacht. Keine Frage. Ich hab das schon mal gemacht. Erster Stopp, Riverside. Na gut. Betrauen ist er tot? Du wirst mir noch dankbar sein. Na ja, dann mal Gas geben hier. Das ist aber wirklich der letzte LKW. Hier rein. Und jetzt? Jetzt kümmern wir uns um unsere Kundschaft. Die Jungs nehmen große Mengen ab. Komm mit. Was habe ich denn dabei? Okay, kletter rauf und gib mir die Ware. Hi, eine Stange Reds. Zigaretten. Gib mir eine Stange Reds, Vito. Bingo. Warum rennt die eigentlich immer hier überall rum? Hier. Hey, $2. Endlich kommt ihr. Ich habe keine Kippen mehr. Gib mir eine Stange Blues. Eine Stange Blues, Vito. Okay. Her damit. Hier, bitte. Oh, $328. Und Cops. Ganz klasse. Was soll der Scheiß?
Hey Sarge, wie geht's? Eine Stange Blues wie immer? Ich nehme heute mal Whites. Hast du gehört, Vito? Los, eine Stange Whites. Bist du taub, Vito? Eine Stange Whites. Ja, ich such doch. Okay, her damit. Danke, Joe. Und jetzt verzieht euch, okay? Okay, weiter geht's. Steig ein, Vito. Nächste Station ist Millville. Läuft gigantisch heute. Wir machen richtig Knete. Mal weiter Zigaretten verkaufen. Der Kleine, dieser Marty, arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht so viele Filme. Wenn sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheiße? Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Genau. Ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problem. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgenkaffee geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Das ist aber noch eine schöne freie Autobahn. Geil. Ich muss hier runter. Willst du jeden verfluchten Wagen rammen? Hey, ich fahr schon länger, klar. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Siehst du, was ich gesagt habe? Läuft alles wie geschmiert. Okay, das entschädigt fast für gestern Nacht. Passt. Na komm, wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft, in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem Kittchen kommt. Okay, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann ist alles vergeben und vergessen. Das ist der Vito, wie ich ihn kenne. Gleich sind wir da. Okay, das hier oben. Werden wir hier jetzt alles los? Hey, eine Stange Blues bitte. Okay, die blau. Gib mir eine Stange Blues. Ja, genau die. Hier, bitte. Hi, ich nehme eine Schachtel Reds. Eine Stange Reds, Vito.
Bingo. Hier, bitte. Oh, wir sollen dort sein. Was verkaufst du, Kumpel? Willst du nur glotzen oder vielleicht auch was kaufen? Wer weiß. Wir verkaufen Kippen. 2 Mäuse für die Stange, 100 Mäuse für die Kiste. Ich mache dir einen Vorschlag. Schiebt 10 Stangen rüber und wir lassen euch mit einem blauen Auge davonkommen. Gegenvorschlag. Du steigst wieder in dein kleines Wägelchen zu deinen kleinen Freunden und ich tue so, als hätte ich euch nie gesehen. Wie klingt das? Sag mal, hast du Matsch in der Birne, du Fettsack? Das ist unser Gebiet. Wenn ihr hier Geschäfte macht, kostet das. Also zahlt. Du hast Matsch in der Birne. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Du kriegst noch eine Chance. Entweder du verziehst dich oder... Ich weiß, mit wem ich hier rede. Mit einem fetten Spaghettifresser, der in meinem Revier geklaute Kippen vom Lastwagen runterverkauft. Und jetzt ist Ladenschluss. Kapiert, Arschloch? Okay, Jungs. Zeigt denen, was brandheiße Ware ist. Scheiße, Joe! Alter. Verdammt! Was sagst du jetzt? Jetzt flippt er aus. Was ich jetzt sage... Na los, steig ein, wir hauen ab. Okay, schnappen wir uns einfach den Burschen. Ja, hab ich noch ein neues Auto. Gib Gas, er entwischt uns. Ich stehe schon voll auf dem Gas, Joe. Die Karre geht nicht schneller. Ja, ich will auch so ein Ding da. Der ist viel schneller. Hm. Geht aber. Oh, verdammt. Und jetzt? Scheiße. Wir müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an. Telefonzelle. Ja, wo ist denn jetzt einer? Verarschen, ist hier keine Telefonzelle. Willst du die Drecksbullen auf uns aufmerksam machen? Reg dich ab, ich weiß, was ich tue. Das ist einer. Ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, als plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich hab 2 Riesen für die Karre bezahlt und will sie wieder. Na klasse. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Derek's Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen 2 Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Alter, warum rufe ich den eigentlich an?
Wir treffen uns mit Steve von Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die zwei Riesen zurückhaben will. Scheiße. Glaubst du, wir können aus den Typen zwei Riesen rausprügeln? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Dann mal ab ins Crazy Horse. Ach, Eddie war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügle ich ihnen Scheiße im Wert von $2,000 aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Langsamer, sonst halten sie uns an. Beherrsch dich, ich bin in Eile. Immer verpasse ich hier die Ausfahrt. Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm drei Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Na gut, mach mal mit. Das macht Spaß. Molotow-Cocktails im Kofferraum. Holt sie und schmeißt sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Ach, die legt man jetzt so dahin. Worauf wartest du? Nimm das Ding und werf es rein. So schwer ist das doch nicht. Wird eine Leere sein. Ja, ja. Okay, und jetzt auf für die Schrei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch zwei am Haupttor. Bis gleich. Geh rein in die schicke Karre. Junge, wie schnell ist der denn? Bis weg ist er. Thank you.
Haben wir noch Knüppel hier? Was habt ihr hier zu tun? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Okay, jetzt geht doch eine Schießerei. Gib mir Deckung. Los, Victor, los geht's! Sag was! Nicht so zimperlich, Jungs! Los jetzt, zack, zack! Das ist alles? Los, was ist von hinten? Dann blüht dir was! Du bist tot! Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist! Schon, ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Du Wir bist sehen uns in der tot! Tot. Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Okay, der ist weg. Alles klar bei euch? Gib dir Feuerschutz, bewegt dich, du verrückter Scheißkerl! Hast du das mal Militär gelernt? Nicht schlecht, was? Lass dir was einfallen. Beeil dich. Geh wach, Vito! Gib mir Deckung, Vito! Hast du Schiss, Arschloch? Schleich los, los, los! Du schießt wie meine Schwester! Na, komm raus! Los, ich geb dir Deckung, Vito! Jo. Mann, das war echt klasse. Ihr sitzt in der Falle, greift den Bastard ein! Explodier doch mal! Halt die Chance, du Scheißkerl! Ho! Wieder mal einer abgekratzt! Keine Munition mehr. Hohoho! Mehr kannst du nicht? Los, Vito! Haben wir es erledigt? Hey, neuer Versuch. Eine Frechheit von hier zu starten. Da ist ja auch richtig knapp mit der Munition. Gib acht, Vito! Los, ich geb dir Deckung, Vito! Hast du Schiss, Arschloch? Na, vorsichtig, da hab ich Klaue! Das ist alles? Dann blüht ihr! Gib dir Deckung! Los! Gib mir Deckung! Los, Vito! Alles klar? Wir kriegen ihn! Ja, ist nicht wild. Jetzt die Katz drauf!
Deckung, Blödmann! Nimm das, Arschloch! Das Schwein hat mich erwischt. Mist! Komm raus. Du bist tot! Ich möchte sie zum Feind haben. Gut, Veto, los jetzt! Wo ist denn hier die Strohflinte? Oh, hier. Dick. Es ist vorbei! Was ist los? Sag mal! Gib mir Deckung! Mann, was soll das? Und er ist tot. Mann, du schießt ja beschissen. Jetzt komm schon, ich weiß, dass du da bist. Mach schon, leg ihn um. Gib mir Deckung, Vito. Was einfallen? Beeil dich! Du hast dich erwischt! Lieg von Munition. Schreib dir Karte aus dem Jenseits! Du bist tot! Los geht's! Komm! Hast du das beim Militär gelernt? Komm raus aus deinem Rattenloch! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Muss ja. Also. Fuchtelt mit der Knarre. Showtime, Vito. Los jetzt, zack, zack. Zeit, vor den Schöpfer zu treten. Mehr kannst du nicht? Warum? Scheiße, bin ich gut. Der ist jetzt nur noch der eine, oder was? Die nächste Kugel ist für dich! Was ist das? Hier wird noch aufgeräumt. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieße mir einen hinter die Binde. Na dann viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später.
mit einer vor. Scheiße, wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Peter, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht weg. Ich bitte für den hier. Wird Derek mindestens die Riesen raus. Okay. Klingt gut. Bis dann in der Bar. Welche Kiste, ey. Ich will den aber als privat, ich will den verkaufen. Oh, der geht aber richtig gut ab. Nimmt er die überhaupt, wenn er kaputt ist? Ich jetzt einmal geklaute Autos einbringen. Hm. 2000. Wer bist du denn, Alter? Bisschen trainieren hier. Oh, der ist gut, der ist gut. Der ist Boxer. Oh, nicht schießen! Oh nein, er bringt uns alle um! Ja. Okay, bringe ich mal Eddie sein Geld.
Aber irgendwie verdienen wir Geld und wir verlieren das immer. Nicht irgendwas. Ja, auch blöd. Schuld. Ist er hier in einem noblen Teil? Und? Hier, das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Okay, geh nach Hause. Wir sehen uns bald wieder, ja? Mal sehen. Ah, der Bock steht noch da. War hier weg, Mann. Das ist aber doch schon eine lange Fahrt. Wodka. Kann man hier sogar Licht ausschalten. So, Freunde, hier machen wir Feierabend und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.